Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Die jungen Menschen, die hier zuhören, wissen, über unsere Generationen gibt es viele Vorurteile. Wir sind faul, wir können nicht mehr arbeiten, wir sind nicht mehr stressresistent und haben das Gefühl, die Welt liegt uns zu Füßen. Und selbstverliebt sind wir gerade auch noch. Auch ich habe die Vorurteile schon oft gehört. Die Jungen von heute können einfach nicht mehr arbeiten. Oder die Jungen von heute haben viel zu hohe Ansprüche. Aber stimmt das? Sind die Jungen von heute wirklich so anders wie die Jungen von früher? Oder haben sich einfach die Umstände ein bisschen geändert? Natürlich hat es an jedem Vorurteil ein bisschen etwas dran. Aber ich muss meiner Generation ja nicht erzählen, wie wir sind. Vielmehr würde ich gerne mal denen, die das denken, mal effektiv sagen, wie es ist, in der heutigen Zeit jung zu sein. Natürlich kann ich das nur aus meiner persönlichen Sicht erzählen und für detaillierte Einzelschicksale fragt ihr am besten euren Enkel oder euer Kind des Vertrauens. In dem Fall mal zu der ganz simplen Frage, warum sind wir so? Ich stimme tatsächlich zu, wir sind viel weniger stressresistent, wenn nur die Generation von unseren Eltern. Beziehungsweise, was heisst dann eigentlich Stress? Weil wenn man über Stressresistenz redet, müssen wir auch schauen, was die Jugend von heute auch effektiv stresst. Und bis zu einem gewissen Grad ist der allergrößte Stressfaktor, dass man immer und überall erreichbar ist. Vor allem in Bezug auf das Arbeiten bedeutet das, man kann bei einem Bürojob nicht mehr nur dann arbeiten, wenn man auch effektiv am Arbeitsplatz ist. Man nimmt die Arbeit heim, man nimmt sie mit ins Bett, man hat sie immer im Kopf. Mit dem sind wir aufgewachsen, dass man immer und überall erreichbar ist. Ich wage darum zu behaupten, unsere Stressresistenz ist vielleicht nicht gleich hoch wie bei anderen Generationen, aber der Stress hat auch einfach schlichtweg massiv zugenommen. Nicht nur für uns, für alle. Aber im jungen Alter ist man sich so Phasen vielleicht noch nicht gleich gewöhnt. Mit dem Job einher geht auch die nächste Frage vom «So». So hohe Ansprüche. Früher hat man eine Lehre gemacht, man hat angefangen zu arbeiten, ist geblieben, hat den klassischen Karriereweg genommen. Und heute ist Work-Life-Balance ein riesen Ding. Wir suchen uns den Arbeitgeber nach Attraktivität der Arbeit, der Sozialleistungen und der Aufstiegsmöglichkeiten aus. Einfach nur gut zahlen ist nicht mehr das Hauptargument, um neu zu anfangen zu arbeiten. Sind wir wegen dem verwöhnt? Können wir wegen dem nicht mehr arbeiten? Ich denke es nicht. Wir sind einfach viel kritischer mit dem Einsetzen von unserer Zeit. Eben genau, weil man weiss, dass der Job nicht nur in seinen eigenen vier Wänden bleibt. Man will einen Job, der einen erfüllt und nicht einfach nur arbeiten. Das ist ein grosser Unterschied zu früher. Viele haben sicher auch schon die Aussage gehört, ich will etwas bewegen im Job. Das zeigt für mich, dass heutzutage der Job für viele von meiner Generation eine Möglichkeit ist, um Passion mit Verdienst gleichzusetzen. Und wenn man das heutzutage aufgrund von technischen Möglichkeiten auch schlichtweg viel besser kann, ist natürlich der Anreiz auch viel grösser, das zu wählen. Bei der Frage, warum sind wir so, spielt aber auch viel rein, wo man gar nicht so recht fassen kann. Und wo auch ich selber immer wieder merke, dass das ein Generationenproblem ist. Und das ist Social Media. Ich gehöre zu denen von den letzten Generationen, die Social Media nicht täglich mit dabei hatten, aber ein Handy hatten. Und Handy und Social Media sind überhaupt nicht gleichzusetzen. Auch wenn das viele Erwachsene heute noch glauben. Ich persönlich glaube, Social Media hat den grössten Einfluss auf die heutige Generation und den grössten Anteil an der Frage, warum wir so sind. Wieso? Früher war vielleicht alles besser gewesen. Nur hat das einfach niemand mitbekommen, weil man hat immer nur in seinem eigenen Zirkel gewusst, was läuft. Wir sagen heute nicht mehr, früher war alles besser gewesen, sondern wir sagen, bei denen ist alles besser. In Echtzeit kann jeder sein Leben teilen und in Echtzeit kann man x beliebige Leute zuschauen oder zuhören, wie viel besser dass es ihnen geht wie einem selber. Wenn ich so Diskussionen anreisse mit Menschen, die ein bisschen älter sind wie ich, stößt das meistens auf Unverständnis. Warum braucht man das überhaupt? Und dann schaut das doch einfach nicht mehr an. Das sind regelmäßige Kommentare, die man dann hört. Das hat etwas Wahres. Brauchen tun wir das alle nicht. Wir brauchen aber auch keinen Alkohol und trotzdem trinken viele gerne ein Gläschen Wein. Social Media gibt einem einerseits extrem viel Bestätigung. Man wird wertgeschätzt, gelobt, man kann sich selber im besten Licht darstellen. Jeder Mensch, ob er das zugeben will oder nicht, hat gerne Bestätigung. Sei das über ein Kompliment oder ein gutes Zeugnis. Social Media ist da eigentlich wie eine grosse Jukebox, wo man einfach reinrühren kann und sich beschallen lassen. Und es kommt immer etwas zurück. Das ist der schöne Teil von Social Media. Der nicht so schöne Teil ist, dass man auch immer mit dem Material von anderen beschallt wird. Mit allem Guten, Schönen und Perfekten.
Social Media ist selten Realität und eigentlich weiss man es. Aber trotzdem kann das zur Belastung werden, weil es zu einem ständigen Vergleich führt, wo man sich sehr schlecht entziehen kann. Wo einem, egal wie gut dass es einem geht, immer wieder zeigt, hey, anderen geht es potenziell besser. Das ist ein Druck, den ich glaube, können viele, die das nicht selber erleben, schwer nachvollziehen. Für uns ist das selbstverständlich. Aber es führt dazu, dass der Druck vom Vergleichen sehr viel stärker zugenommen hat. Und ich hoffe, vielen von euch ist das Zitat «Comparison is the thief of joy» ein Begriff. Während der Corona-Pandemie hat daher der Begriff FOMO an Schwung gewonnen. Fear of missing out. Die ganzen Möglichkeiten, die sich uns heutzutage bieten, sind manchmal schier erdrückend. Eine riesige Chance zwar, aber manchmal auch wie eine riesige Wand, wenn man nicht genau weiss, wo es durchgehen soll. Wer sich dann noch ständig vergleicht und sieht, wo das andere schon sind, wird nicht glücklicher werden. Mit diesem Vergleich einher geht auch ein weiteres Vorurteil, nämlich, dass wir meinen, dass die Welt uns zu Füßen liegen würde. Dass wir verwöhnt sind, das unterschreibe ich sofort. Wir leben in einem Wohlstand wie noch kaum eine Generation vor uns. Ich glaube auch, dass wir oftmals viel stärker behütet worden sind, wie noch unsere Eltern. Eigentlich so eine Einzelkind-Generation ohne Einkindpolitik. Ich glaube nicht, dass wir das Gefühl haben, die Welt dreht sich nur um uns. Aber viele haben das Gefühl, die Welt hat auf uns gewartet und landet dann ziemlich hart. Weil niemand hat auf uns gewartet. Ich persönlich glaube, dass wir dadurch verstärkt, dass man heute viel öfters studieren geht, ohne dass man genau weiss, was, und dann einfach etwas Sinnloses studiert, nur zum studiert haben. Und dann, oh Wunder, hat tatsächlich niemand auf einen gewartet. Und was ganz klar der Fall ist, wir wissen nicht mehr, woher das der Wohlstand kommt. Er war einfach immer da gewesen. Uns ist es einfach immer gut gegangen. Ohne dass wir effektiv etwas haben müssen machen dafür. Das, glaube ich, war tatsächlich früher besser gewesen. Uns fehlt es an nichts mehr. Und das ist die Corona-Pandemie ganz klar geworden. Wir sehen Spass haben als Grundrecht an, weil viele sich nicht mehr vorstellen können, dass man tatsächlich an etwas einen Mangel könnte haben. Ja, wir sind eine verwöhnte Generation. Ja, wir sind eine Generation, die mehr Ansprüche stellt. Aber wir sind auch eine Generation, die mit sehr viel mehr Stressfaktoren auskommen muss. Das finde ich sehr einen wichtigen Punkt, wenn man jüngeren Generationen vorwirft, sie können nicht mehr gleich arbeiten oder nicht mehr gleich mit Stress umgehen. Weil ich arbeite jetzt gleich auch schon eine Weile und kann eigentlich sagen, ob jemand kann arbeiten oder nicht, liegt weniger daran, wie alt das die Person ist, sondern eher daran, wie gut dass sie kann mit Hierarchien umgehen kann. Und meistens ist da weniger das Alter ausschlaggebend. In diesem Sinn wünsche ich euch eine gute Woche. Fühlt euch jung geblieben und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder eine neue Folge Klartext mit uns gibt. Abonniert doch unseren YouTube-Kanal oder schaut regelmäßig auf dem Nebelspalter vorbei und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann!